Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 5 von Dwarf Fortress und das Ganze mit dem Steam Graphic Pack sozusagen. Na, diese Steam-Version ist das. Wir hatten hier letztes Mal etwas gebaut, was falsch war. Das wollten wir korrigieren. Ich glaube, wir sind hier unterwegs. Genau, dann können wir hier rein, löschen das und dann können wir weiterschauen. Tante Mimi hatte mir geschrieben, dass ich doch dieses Top-Spiel nicht frühzeitig verlassen sollte, weil ich da irgendwie die schwere Lernkurve habe. Hatte ich geschrieben, ich glaube, ich habe 3 Let's Plays schon mittlerweile davon gehabt und das ist ein cooles Spiel, das weiß ich, da brauche ich nicht. Aber es ist halt so, dass ich früher mit den A- und D-Tasten gab es ja die Menüs, die so wunderbar waren und so, und ich glaube, das ist alles ein bisschen anders. Jetzt funktioniert das nicht mehr so wie damals. Ich muss da erst wieder reinkommen, aber das wird werden. Nach dem Intro schauen wir auch weiter, wie wir den Farmplot kriegen. So, dann sind wir jetzt hier schön im Spiel und der Farmplot sollte jetzt hier gebildet werden und wir müssen auf, war das Constructions oder Workshops? Farming. Und hier oben ist der Farmplot, ne? Ganz einfach. Und dann machst du den hier so und dann ist alles gut. So, dann haben wir den. Und da links stehen auch noch hier so diese ganzen Symbole, die ich noch lesen muss, ne? Wo Hunde zum Beispiel gekämpft haben, ne? Und wahrscheinlich dann irgendwelche Tiere da jetzt noch rumlaufen, die Hunde nicht geschafft haben, ne? Hier ist jetzt nichts zu sehen. Hat er so rum. Ah, da ist schon im Berg. Nee, weiß nicht, wer da war oder wer da nicht war, ne? F1 kommt man ja immer wunderbar zu seinem Zentrum da zurück, aber wir mussten ja jetzt auch hier oben irgendwo hin. Ah, ich muss das mit den Pfeiltasten noch machen. Hier ist unser Farmplot, weil den müssen wir jetzt auch noch bewirtschaften, ne? Ach, der wird erst noch gebaut. Okay, dann geht das ja noch. Da oben war auf jeden Fall Clay und wir sind noch nicht am Laufen lassen. So sieht's aus. Da läuft aber schon jetzt einer hin und macht das, oder? Ja, auf jeden Fall. Ah, ich muss das mit dem Reinzoomen und so mit der Steuerungstaste noch lernen. Ja. Ja. Jetzt ist er fertig. So, jetzt können wir auf jeden Fall Dimple Cups und Plump Helmets anbauen, ne? Und dann war das noch im Winter ist now, das klappt also nicht mehr. Spring. Jetzt weiß ich nicht. Plump Helmets auf jeden Fall. Ich weiß aber gar nicht, welche Plump Helmets wir hier haben. Ah, hier unten kommen die Spawns alle rein, oder? Ja, dann machen wir die da. Cave Feet, Dimple Cups. Ja, Plump Helmets einfach weiter, oder? Mach erstmal Plump Helmets. Ich glaube, da haben wir genug von da. So, das Ganze ja bitte Plump Helmets da anpflanzen. Oh, die sind jetzt alle schon da und haben auch alle Hunger, wie ich so sehe, ne? Das ist, glaube ich, das Zeichen über den Kopf. Lass uns auf jeden Fall gerade hier noch Set Plant Gas Rank Order. Und dann mal ganz schnell hier alles rüberziehen. Und alles, was ihr finden könntet, erntet mal schnell. Damit ihr irgendwas esst, irgendeine Beere oder sowas, weil das hier ist bestimmt schon das erste Zeichen. The stray dog Tama has been missing for a week. The stray dog Tama has been found dead zweimal. Your fortress is out of food. Ja, so sieht's aus. Irgendwo liegen die da tot rum, ne? Und gathering food and seed. Das ist jetzt hier durch. Das können wir mal, glaube ich, wegmachen. Das ist ich muss hier das zu Ende machen hier. So, jetzt raus da, oder? Ja. Was haben wir hier? Bumble has grown to become a Gunter. Okay, da ist ein Gänschen jetzt erwachsen geworden. Gut, das kann weg. Ah, the Stray Dog hatten wir gerade schon gelesen. Winter has arrived. Das war das Schlimmste. Jetzt kriegen wir sowieso nichts gefangen. Das mit den Hunden ist auch durch. Der ist give food, no food available. Und das hier, click for recenter, expand options. Achso, your fortress is out of food. Ja, das habe ich auch gerade schon gemerkt. F1. Die sind jetzt hier aber schon am was suchen, ne? Ich glaube schon, dass die was suchen. Und ich hoffe, die kommen auch über den Winter. Das wäre nämlich jetzt fatal, wenn das nicht so wäre, ne? Ist hier ein Sack, wo was drin ist? Hier sind die Plump Helmet Spawns drin, okay. Und die werden natürlich erst im Frühjahr wieder gepflanzt als nächstes. Das ist ein bisschen doof gelaufen, ne? Da haben wir gepennt, ey. Okay.
Wir haben auch jetzt hier zum Essen machen gar nichts gemacht, ne? Wir brauchen hier die Destille zum Beispiel, um Alkohol zu kriegen, damit die glücklich und zufrieden sind. Workshops bauen müssen wir da. Still, wo ist die Still? Javela. Ja, die ist wohl woanders drunter. Constructions war sie hier. Nee. Pit and Stockpiles. Military Traps, Sketches, ne, es muss hier sein. Ach so. Da ist es. Ich weiß nicht mehr, wofür ich das hier alles gebaut habe. Aber die muss auf jeden Fall dahin. Und mach mal aus Rock Salt, das ist auch so okay. Und Crafters Workshop haben wir hier und da haben wir auch noch einen. Was haben wir denn hier für spezielle Sachen? Rock Salt. Okay. Das sind schon fertige Sachen, ne? Ein Amulett zum Beispiel, ja. Okay, die müssen noch bauen. Wir brauchen Place Stockpile for Item Storage. Das machen wir mal so. Accept. Und da müsste Finished Goods, nee. Da müssten die Plump Helmets zum Beispiel rein. Food. Und zwar ah, das ist see how many barrels, bins and reels. Nee, ist nichts drin. Repaint, nee. Remove this. Na, ich mach Custom, glaube. Food ist schon richtig. Aber da sollen, nee, Seeds sollten das nicht sein. Warte mal, da müssten wir. Ah, das ist wieder falsch. Wir müssen Eggplants pflanzen. Und da müssten hier die Plump Helmets sein. Da sind sie. Ach, so ist es. Ich muss alles andere. Ach so, hier oben war das. None. Und Plump Helmets waren die einzigsten, die ja waren. So, jetzt läuft's, oder? Und ich glaube, das war's dann. Ich hoffe auch, dass das so funktioniert. Was sind jetzt hier drinne? Oliven sind da drinne. Also wir haben auf jeden Fall was zu essen da. Okay. Zitronen. Lesser Gem Plant. Raw Mussel. Eine Muschel. Zitronen. Ich glaube, eine Limone ist das. Gut, ein anderer Stockpile muss das dann werden, der dahin soll. Den akzeptieren wir und das ist auch wieder ein Custom. Food. War das Drinks? War das Draft Ale hier? Ich glaube, das ist das alles, ne? Ich lasse das mal so. Und mal schauen. Essen die hier raus? Ist der am Essen? Was macht der gerade? I feel good. She felt love, remembering croaking with father. She was not drinking water without a well. She didn't feel anything after seeing a dog's dead body. She was annoyed at the lack of chairs. Steht jetzt gerade nicht, was sie macht, oder? Overview war schon richtig sehr gut. Und was macht er jetzt gerade? Wir haben keinen Brunnen, ja, das ist schlecht. Die sind alle im Pennen hier, glaube.
Läuft nicht so ideal momentan hier, ne? Die Distille ist jetzt fertig. Add new task. Brew drink from fruit. Add new task. Extract from plants. Na, das wollen wir nicht. Und das wäre jetzt hier automatisch immer, oder? Das machen wir erstmal. Jetzt wird da hoffentlich was reingebracht und dann werden Getränke gebraut. Und dann brauchen wir noch ein Kitchen und sowas, ne? Das ist so, dann machen wir hier gleich weiter. Das sind 3, 6, 9. Und den auch noch aufmachen, bitte. Und dann müssen wir eine Küche machen und dann müssen wir auch noch einen Schlachter haben und so. Das ist ja das nächste, ne? Das wird hochkompliziert. Da sind wir ganz schön schlecht dran, ey. Hier wird auf jeden Fall schon was gemacht, oder? Ist da schon was drin? Food Stockpile, View Stockpile. Nicht. There's a Pecan Wood Barrel. Also ein Fass ist drin, das ist aber auch alles. View Stockpile, ja. Click an Icon to set Stockpile Type. Ne, das will ich ja nicht. Ich will jetzt nicht. Ich wollte eigentlich nur wissen, was drin ist, aber da haben wir jetzt eine Schwierigkeit mit. Wir müssten eigentlich gucken, hier unser Schreibtisch steht da. Wo ist denn der? Hier unten. Ja. Das wird schwierig, ne? Was haben wir für ein Alert jetzt hier? Left click for recent A-Tour Miner is taken by a few mood. Oh, was will der denn haben? Ist das der? Saving, okay. Ich weiß nicht, was der macht. Ich hoffe, der macht das Richtige. Aber es wird gerade abgespeichert. Der ist ein Stonecrafter oder was? Der Bookkeeper ist das auch. The poetry of for too long, she felt. Viel gut steht da, aber ich sehe jetzt nicht, dass sie hier in diesen strange mood gefallen ist. Sind hier schon Plump Helmets? Sieht auf jeden Fall so aus, dass hier was passiert. Wir haben die Chance, dass diese Pilze wachsen und wir daraus was brauen können. Okay, was haben wir hier? Spring has come. Sehr gut. Okay, das ist jetzt erstmal Miner Cancel Plant Seeds taken by Mood. Animal Caretaker Cancel Brew Drink from Fruit needs unrotten fremental left of fruit. Your photo is out of food. Ja, das weiß ich wohl. Nein, wir wollen nicht scrollen. Wir wollen so rein und raus, ja, aber. Wir wollen jetzt hier nochmal Plant Gathering machen. Blinkt irgendwo was? Hier blinkt was. Ein bisschen haben wir was. So, das heißt, jetzt ist hier schon mal ausgehöhlt. Dann lass uns da Structure machen. Workshop. Farming, ist das hier Kitchen? Ja, Kitchen ist da. Und Kitchen können wir aus dem auch machen. Haben wir eigentlich mehr irgendwo was? Hier sind es 25. Dann mach das da raus. Dann mach hier wieder einen Stockpile raus. Akzeptieren wir. Mach auch wieder 9.
Boots sollen da rein. Das hier könnte da eigentlich rein, ne? Ach. Unprepared Fish. Wie kriege ich den denn jetzt hier erlaubt? All da, ne? Wenn ich den aber mache, ah, das ist mir zu gefährlich. Der Fisch fängt an zu stinken, ne? Plants, Drinks, Pflanzen. Ja, das nehmen wir da rein. Drink, Cheese. Früchte und Dingens können wir da auch reinnehmen und dann. Ach ja, das ist nicht so einfach, ne? Das mit dem unprepared Fisch lassen wir mal. Da muss nämlich der müssen wir einen Fischer für haben, der das kann, ne? Und da weiß ich jetzt nicht. Wir machen noch einen hier. Und der wird auch accepted. Der wird auch custom. Der wird food und prepared meals ist das einzigste, was da rein soll. Also das ist das. Nee, das will ich ja nicht. Okay. Nochmal das Ganze. None. Und dann akzeptieren. So, jetzt haben wir die prepared meals da drin. So, was haben wir jetzt hier? Zitronen sind da noch mehr reingekommen. Ja, das ist ein bisschen knapp, was wir da alles haben, ne? Was war das hier? Reispflanzen. Aber hier sieht es jetzt auch nicht aus, als ob da was Gebrautes drin ist, ne? Aber das liegt auch daran, dass wir keine Plump Helmets haben, ne? Wachsen die denn hier? Ach so, wir brauchten vielleicht auch noch so einen Workshop dafür, ne? Lass uns mal hier noch was ausbauen. So, und hier oben werden wir wahrscheinlich erstmal noch größer machen müssen. In der Hoffnung, dass da überall Clay ist, ne? Wollte da näher ran, ne? Ich glaube, da ist irgendwo ein Baby geboren oder sowas. Es hört sich auf jeden Fall so an. Construction, Workshop, Farming. Farmer. Den machen wir dahin. 24. Machen wir den da raus. So, ich weiß aber nicht, ist das hier Clay? Clay Covered Floor. Ja, super. Lass ihn dann fertig bauen und dann müssen wir hier auf jeden Fall größer werden. Hier wird konstruiert, das ist auch gut. Add new tasks, make cheese, make milk, process plants. Empty bag haben wir nicht. Process plants. Ich glaube, das kann ich nicht, weil keine da sind, ne? Kann das sein? Ja, sieht so aus. Das müsste er auch irgendwo schreiben eigentlich, ne? Da ist ein Junge geboren, okay. Ja, keine Pflanzen da, sagt er, ne? So, jetzt machen wir hier noch den Farming Plot größer. Nee, doch, das war schon richtig. Workshop. Farming. Farming Plot. Machen wir so. Und das Ganze nochmal. Workshop. Wo war jetzt Farming? Da oben. Farming Plot nochmal, weil ich wollte verschiedene Sachen anpflanzen, ja. So, Leaf Fellow, Dimple Cups. Ich weiß nicht, ob wir welche haben. Werden wir gleich sehen. Wohl nicht. Oder? Aber da steht No Seeds nur bei Plump Helmet. Sweet Pots. Wir machen das trotzdem mal mit den Pigtails. Dimple Cups machen wir dann da im Herbst, weil was anderes geht auch nicht. So, das heißt, das ist erstmal geklärt. Und dieses hier machen wir Dimple Cups. Komm, wir machen das erstmal.
überall, auch wenn wir keine Seeds haben. Aber lass die mal ruhig überall da stehen, auch wenn die nicht da sind, dann haben wir das Feld, aber wenn, sobald wir wieder welche haben. So. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen besser mit klarkommen jetzt. Können wir nochmal Essen hier zusammen? Ist da nochmal was gewachsen irgendwo? Da blinkt auf jeden Fall was, da blinkt was, okay. Ein bisschen was gibt's wohl. Ah, das ist echt schäbig gewesen jetzt, ne? Wie sieht's denn jetzt hier in der Küche aus? Was sind das für Sachen hier drin, ne? Aus Aprikobrot. Wir haben hier da irgendwas offen, ey. Ah, ich liebe das nicht. Hier sind jetzt Plump Helmets drin. So, was ist das denn jetzt? Add new task, brew drink from fruit. And repeat. Ich hoffe, wir kriegen jetzt erstmal Plump Helmets. So, hier sind ja auch einige Sachen drin. Oliven, Lime, Zitronen. Und da müssten wir jetzt Prepare Meals von machen, aber Food Stockpile steht da nur, aber da steht nicht das, was drin ist. Da steht nur hier so. Kriegt da niemand das hin mit dem Essen? Ach so, da ist auch nichts ausgekommen. Easy Meal. Und jetzt bitte das da machen. Und dann sollte das doch klappen mit dem Easy Meal, oder? Was sagt er jetzt? Cancel brew drink from fruit needs unrotten fermentable leaf for fruit. Okay. Das hat also nicht funktioniert. Add new task. Extract from plants geht auch nicht. Wir können die Plump Helmets jetzt nicht umwerten. Das gibt's doch nicht, oder? Da konnte man doch was rausbrauen. Hier sind sie doch. Lang ist her, wo ich das Spiel gespielt habe, ne? Das ist jetzt nicht mehr in Fleisch und Blut, würde ich sagen, ne? Ein bisschen schwierig, aber die Tante Mimi, die hilft mir dabei. Die hat ja so viele Tipps, hat sie mir geschrieben und sowas. Und ja, wir kriegen das alles hin. Warte mal, was war das hier? Kitchen, ne? Oder? Ah, jetzt habe ich den Jungen angeklickt. Das ist Kitchen. Das heißt, wir brauchen auch, können auch noch hier auf jeden Fall den Butcher bauen. Wo kriegen wir den Schlachter her? Workshop. Das müsste ja dann Farming sein. Butcher. Und den bauen wir da auch hin, ne? Und Slime machen wir aus Holz. Machen hier wieder ein Dingens. Stockpile. Ah, Butcher, da musst du auch Heiz und sowas machen hier. Sag schon. Lass uns nochmal einen Workshop machen, weil der muss ja vorher, ne? Ist das auch bei Farming? Tanner brauchen wir noch. Den packen wir dann noch mit rein dann. Weil die Tiere müssen ja auch gehäutet werden dann. War da noch ein Teil von da? Gucken wir lieber nochmal, ne? Nee, ich glaube nicht. Der Rest passte dann. Erst müssen die Fell über die Ohren gezogen kriegen und danach kümmern sie erst dann, ne? Das kriegen wir auch noch hin. Stockpile brauchen wir dann. Machen wir so. Accept, Custom. Jetzt ist dann die Frage, wie kriegen wir das hier rein? Eigentlich müssten wir hier erst noch Food haben und dann Meat. Mach da mal All rein. Weil dann wird das Fleisch dann da reinkommen, weil die Fläche ist, glaube ich, größer wie die andere Fläche, wo die Tiere hier dann reinkommen. Die Tiere kommen ja von draußen, ne? Add new task, make parchment, 10 a hide. Dafür müsste das erst geschlachtet sein, oder was? Butcher an animal, catch live land animal, extract from land animal. Ja, okay, das müssen wir aber in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.